für diejenigen, die jetzt beim letzten Stream dabei waren. Und als ich gesagt habe, Mensch, ich glaube, ich habe mich heute Nacht ein bisschen schlecht hingelegt, weil ich so Schmerzen im Kiefer habe. Die dürfen sich jetzt ins Fäustchen lachen. Ich war nämlich gerade beim Zahnarzt und so spreche ich aktuell. Ich kann aktuell, das ist wirklich, ich gebe mein Bestes, gerade vernünftig zu sprechen. Aber das ist gerade alles, was ich hinkriege. Also lese ich euch jetzt ein paar Zungenbrecher vor. Ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Video hochlade oder nicht. Aber das passiert, wenn du zwei Betäubungen in die Fresse kriegst und dann schlicht und ergreifend dir eine Wurzel entfernt wird. Weil du gedacht hast, Mensch, Zahnärzte, wer braucht das schon? Also, als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas. Okay, das ist doch einfach. Wer macht denn sowas? Als wir noch in der Wiege lagen, gab's noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Was ist denn das für ein dummer Zungenbrecher? Der ist total, was ist ein Liegewagen? Ein Kinderwagen oder was? Ne, so fuck it. Am Ammersee aßen 80 Afrikaner alle Abend appetitliche Ananas. Was ist es schon wieder mit Ananas hier? Die Seite verarscht mich doch. Ich sag euch das. Ich mach das hier, wie gesagt, ich hab keine Ahnung, ob ich das hochlade. Ich hab mir jetzt einfach gedacht, ich nutze es mal, dass ich klinge, als ob ich irgendwie, als ob meine Zunge doppelt so dick wäre wie sonst. Weil es ist, ich verstehe hier wirklich meine Stimme. Ich versuche gerade wirklich so snap. Mein halbes Gesicht ist einfach nur, ne. Auf dem Rasen, Rasen, Hasen, atmen, rasseln durch die Nasen. Was? Was denn? Amerikaner kamen nach Kamen zu umarmen. Alter, wieso kommen die extra an? Ich hinterfrage gerade Zungenbrecher, während. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese Leute mir gespritzt haben, aber es ist auf jeden Fall was Gutes. Und ich sage euch, die erste Spritze war okay, die habe ich nicht mal gespürt. Die war noch okay. Aber die zweite, die ging genau in den Nerv. Und scheiße, tut das weh. Ich sage euch, das tut so scheiße weh. Zwei Astronauten kauten und kauten während des blau-grünen Mondsteinbauten. Was ist das für Scheiße? Ich habe hier einfach die erste Seite einfach genommen. Das ist so. Wenn ich versuche nur auf links zu reden, das klingt noch bescheuerter. Wenn ich versuche. Ja, das klingt richtig bescheuert. Lang schwang der Klang am Hang entlang. Oh boy. Herr vom Hagen, darf ich's wagen, Sie zu fragen, welchen Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank am Magen in der Stadt in Kopenhagen. Und wie der Mast aufs Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt, oder was? Am Friesenwesen soll genesen, was in Friesenland gewesen, mit dem Schrubber und dem Besen auf dem Deich und unterm Tresen. Was haben wir hier noch? Zungenbrecher mit B. Ne, B ist okay. C, E, F. Oh Gott, das wird schön hier. Fips, Mix, Fix, Drinks, Fix, Fix, Mix, Fips, Fix, Drinks. Was zur Hölle ist ein Fix, Mix, Drinks? Was zur Hölle ist ein Fix, Mix, Getränk? Ich will hier wirklich niemanden offenden. Das ist wirklich, wie ich kann. Es tut mir so leid. I am so sorry. Fischers Fritz, Fisch, frische Fische. Fische, frische Fisch, frisch, frisch, frischen, Schnischen, Hischen. Ich fühle mich auch total merkwürdig dabei. Ich sehe nicht doppelt oder so, aber ich fühle mich wie in einer Flasche Wodka. Frische Kirschen knirschen nicht. Nicht knirschen frische Kirschen. Das ist einfach nur das. Was für. Wurde vom Fruchtfleisch führt zur Flucht vom Fruchtfleisch. Zur Flucht vom Fruchtfleisch? Was ist das? Flucht vom Furcht vom Flucht. Flucht. Oh Gott, Mann, das ist doch nicht. Vier, fünfmal vervierfacht, nicht vier, fünf. Oh Gott! Es tut mir so leid! Hans hackt Holz hinterm Haus. Ja, das ist schön für Hans. Ja, aber H geht auch. H geht noch. Mit M. Ne, M-O. Opa kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht Opa Rotkohl. Was kochen die sich gegenseitig Kohl? Gibst du ihm Opi Opium, bringt Opium den Opium? die kenne ich ja noch gar nicht. Nee,
Mann hat mir kein Lachgas gegeben, aber ich fand das gar witzig. Oh Gott, mit R. Oh Gott. Rasend rasantes Rumpelstädtchen rumpelt rohlos rauf und runter. Was zur Hölle? Reitende Kosaken? Nee, warte, das ist doof. Russisch rund. Oh Gott, das ist nicht mal witzig. Oh Gott, meine Maus ist tot. Zungenbrecher mit S, mit Sch oder St oder P. Mit S. P. Oh ja, dann kann ich schon mal gleich mein Zeug holen, um mein Dings wieder sauber zu machen. Der Sumpfschlumpf schlumpft durch den Sumpfschlumpf. Habt ihr euch mal gefragt, wieso das so dumm ist? Esel essen Nessel nicht. Nesseln essen Esel nicht. Es wäre auch merkwürdig, wenn eine Nessel ein Esel ist. Das ist, ne? Sona seift alle seriösen Senioren ein und alle seriösen Senioren seift Sona ein. Ich weiß nicht, was mit Sona das letzte Mal geschehen ist, aber als ich sie das letzte Mal gespielt habe, war sie noch cool. Ein sehr schwer, sehr schnell zu sprechender Spruch ist ein Schnellsprechspruch. Ja, und ist sehr feucht, wenn ich das mal so anmerken darf. Oh Gott, der ist richtig lang. Wieso ist der so lang? Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Einer hieß Snick Schnack, der andere hieß Schnack Schwischnrack. Der dritte hieß was? Schakschawarakschakomini? Der muss sein Kind gehasst haben. Nun war da noch eine Frau, die hatte drei Töchter. Die hieß Sippi. Die andere hieß Sipsi Willipip. Die dritte hieß. Was? Sipsi Willipsisse Pelimini. Diese armen Kinder. Und Schnack nahm die Sip und das kann doch keiner aussprechen. Postet es in die Kommentare, wenn ihr das aussprechen, wenn ihr den komplett aussprechen könnt. Nahm Sipsi Willip und Schakschewakadu. Das ist ein scheiß Zungenbrecher. Der ist bescheuert. Gegen Schnee, Schipper, Schippen, sieben Schippen, Schnee. Aber nicht viel Schnee. Das ist. Okay, haben wir noch mehr? Die ganze Seite ist voll damit. Oh Gott, ein weißer Whisky-Mixer. Mix weißen Whisky, weißen Whisky, mix ein weißer Whisky-Mixer. Ja, Hauptsache er wichst weiß. Wisst ihr, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir es lieber sein lassen sollen. Ich gehe zu Bett. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, Leute.